Es tut gut, wieder mit dir zu arbeiten. Ja, Mann. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Okay, und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Sniper Ghost Warrior. Wir sind jetzt also wieder zusammen. Achtung, Moment. 400 DPI. Tut mir leid. Wir sind jetzt also wieder zusammen mit unserem Kumpel O'Neill. Wir haben in den letzten Missionen Rodriguez getötet. Den alten Verräter. Und ja, O'Neill war ja derjenige, der verletzt war und der unsere Männer rausgeholt haben und der jetzt also wieder zurück ist, der hat es also überlebt und ich dachte ja zuerst, das habe ich ja in einer Mission am Anfang gesagt, dass Rodriguez unser Kumpan ist, der verletzt wurde. Das ist also nicht der Fall und ich muss nochmal dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob ihr den Anfang von dieser Mission sehen könnt, also das Intro. Ich habe da irgendwie gerade Probleme mit der X-Toy beim Aufnehmen, irgendwie hat er das nicht ganz aufgenommen. Weiß auch nicht, da bricht die Aufnahme plötzlich nach 4 Sekunden ab. Keine Ahnung, wieso. Wenn nicht, ist, denke ich mal, aber auch nicht so schlimm. Es wird halt nur erzählt, dass die Daten, die wir da aus der Disk haben, nicht ganz vollständig sind und weitere Informationen in dem Lager sein sollen, in das wir jetzt also vorrücken müssen, um auch die restlichen Daten zu bekommen. Also wisst ihr Bescheid. So, er gibt mir also von hier oben Deckung und ich versuche, in das Lager vorzugehen. Eigentlich schönes Wetter, nur typisch für das tropische Wetter eben auch, ist der Regen. Okay. Position. Von hier aus habe ich einen Großteil des Lagers im Blick. Da. Wenn du es gezwungen bist anzugreifen, mach es schnell und endgültig. Okay. Jeder Schuss muss sitzen. So weiß ich Bescheid. Ah, okay, ja. Wie gesagt, ich spiele das Ding ja nicht blind und die Mission ist auch lustig. Das wird auch nicht einfach werden. Ich bin immer noch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das so gut hingekriegt habe am Ende in der letzten Mission. Mich da so gut durchzuschleichen nach kleinen anfänglichen Schwierigkeiten. Sind wir doch wirklich sehr gut da durchgekommen, muss ich echt sagen. Oh, wir haben auch starken Wind, sehe ich gerade. Der schwankt stark. Von rechts nach links, ihr seht den roten Punkt. Es wird nicht einfach. So, ich erwarte irgendwie jeden Moment einen Gegner. Im Moment sieht das Ganze aber noch ganz. Nö. Alles klar. Welchen Wachturm? Das sind Wassertürme. Also, da. Oh, welchen Wachturm? Ah. Headshot. Oh, da. Nicht schlecht. Okay, da kann man nur von der Innenseite rein. Das ist. Also, die Öffnung zeigt zum Dorf hin. Das heißt, ich muss erst irgendwie so halb ins Dorf rein, um da irgendwie hochzukommen. Das ist ja auch sehr toll. So. Das erinnert mich irgendwie an die erste Mission. Jo. Irgendwie die erste Mission, oder? So. Wo wir da aus dem Lager geflohen sind, durch den Zaun am Ende. So ähnlich sieht das ja auch aus. Achso, ich dachte, ich soll auf den Turm rauf. Ah, okay. Du musst durch das Gebäude. Auf der Außenseite bist du in Sicherheit. Aber wenn du erstmal drin bist, musst du höllisch vorsichtig sein. Ich glaube, wir kriechen hier durch. Weil man kann uns ja auch sehen, wenn wir hier lang gehen durch die Fenster. Das hat der Glas so an sich, dass man da so durchgucken kann. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr das wusstet, aber... Also wenn ich durch Glas gucke, kann ich immer sehen, was dahinter ist. Total komisch. So, wir müssen vorsichtig sein. Denk nicht mal daran anzugreifen. Wen denn? Ah, den da. Zeit für einen Quicksave. Kopnaft. 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 Erster Lust mal ein bisschen Kopnaft. To trinken hier, Kopnaft. Jetzt hättest du eigentlich von Kopnaft, ey. Ey, Kopnaft, er ist voll gut. Ja, mag es voll. Kopnaft. Voll cool. Genauso gut wie Kego.
Nee, Kio klingt scheiße. Kopnaft. Kopnaft ist cool. Okay. Da war doch noch ein Gegner. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir von dem gleich gesehen werden. Zwei Gegner direkt außerhalb der Hütte. Such dir ein Ziel aus. Ich erledige den anderen. Alles klar. Hä? Wieso musste ich jetzt in die Hütte? Ah. Oh, 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 oh. Puh. Bin ich blind oder so? Ah ja, das war ja... Das war ja... Kopnaft. Kopnaft. Ich habe mich schon gewundert, hey, welche Gegner? Aha, vielleicht irgendwo da hinten im Hof, weil da die Leiter war. Okay. Das war ein bisschen dumm. Zwei Gegner direkt außerhalb der Hütte. Such dir ein Ziel aus. Ich erledige den anderen. Ich nehme den da. Gute Arbeit. Jetzt musst du auf das Dach. Und wir sehen wieder die Fähigkeiten der amerikanischen Soldaten, die auch nur ohne die Arme zu benutzen, die Leitern hochklettern können. Wir sehen es hier nochmal. Sehr gut demonstriert. Wunderbar. Oh, seht ihr den fetten roten Batzen da auf der Karte? Eieieiei. Shit. Und auch hier werden wieder die Fähigkeiten des Navy Seals eingesetzt. Er behält seine Hände an der Waffe. Ganz typisch für die amerikanischen Soldaten. Doch wir wissen auch um die Schwächen dieser Männer. Sie können keine Zäune überklettern. Deren Beine sind so schwach ausgebildet. Ach, muss ich da rein, oder was? Ich habe mich gerade so gefreut, hier so cool rübergeklettert zu sein. Bam! Du musst nach Osten aus dem Gebäude raus. Was? Ach du Scheiße. Du stellst zur Forderung, Junge. So, kein Sichtkontakt mehr. Eieieiei. Also, Sichtkontakt meine ich jetzt, er kann mich nicht mehr sehen und mir wie sagen, links ist ein Gegner, pass auf und so. Halt dich von den Fenstern fern. Wie sollten sie sonst hier rauskommen, wenn ich mich von den Fenstern nicht fernhalten kann? Stirb! Haha, Lappen. Hab ich gerade gesehen und da kam schon das Messer geflogen. Tut mir auch leid für dich, aber so ist das nun mal. Voll ins Face. Uff. Eieieiei. Moment, da war uns ein cooles Marking. Ach nee, ich dachte, das war Heckler und Koch. Marking oder so. Druck dich mal bitte nicht so scheiße. Danke. Pam. So, und gleich wieder eingesammelt. Du musst hinter diese Tanks. Jo. Da hinten sind zwei. Durch das Nordtor kommen gegnerische Fahrzeuge. Bleib in Deckung. Ach. Fu. Ach, hier kamen wir nicht durch. Wow, 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 wow. Ah. Wow. Naja, da war gar nicht so schlecht, wa? Durch den Wind. Kopnaft. Kopnaft. Hey, kannst du Kopnaft? Ja klar kann ich Kopnaft. Viel besser als Kego. Jawohl. Schon dabei. Ich sehe gar keine Gegner. Hä?
als sei unser alter Freund Ernesto Salazar in dem Lager. Sollen wir die Gelegenheit nutzen und ihn angreifen? Auch wenn wir dadurch vielleicht unsere Deckung aufgeben? Bitte um Anweisung. Over. Negativ, wiederhole negativ. Ihre Befehle lauten, die Dokumente sicherzustellen und auf dem Gebiet zu verschwinden. Jetzt, wo wir endlich wissen, wo dieser Bastard ist, behalten wir ihn aus der Distanz im Auge. Wir werden uns schon bald angemessen um ihn kümmern, glauben Sie mir. Das will ich auch hoffen, nicht, dass wir jetzt hier die Chance verspielen, den Typen zu kriegen, obwohl ich echt keinen Plan habe, wo der sein soll. Ich höre, wie gesagt, die Stimme, aber... vielleicht auf dem großen Haufen da links. Was ist denn das da? Ach, das ist ein Gegner. Mich gerade gewundert. Komm, wir schießen dir den Arsch. Ah, wie bitter, Alter. Ah, fu. Moment, kann man ja halt. Ich möchte laden. Ich möchte schnell laden. Aber vielleicht ist es auch immer so. Weiß ich nicht. Also kann ja geskriptet sein, dass man immer an der Stelle aufliegt. Optionen. Steuerung. Tastenbelegung. Schnellladen F10, das habe ich mir eigentlich schon gedacht. Pum. Pam. So. Oh Gott, hier sind wir. Ach. Jetzt könnt ihr euch gleich nochmal den Dialog anhören. Nee, ich sag's nicht. Sag ich's? Nee. Kommt nach! Ja, ja, den kennen wir. Okay, mach mal. Okay. Was, Sarazar? Und Gronk auch, oder was? Ich könnte die Sarazar töten. Ist der doof? Wir können doch nicht Sarazar töten. Nee. Geht ja nicht. Könnt ihr nicht Sarazar töten? Dann macht doch voll die coolen Let's Plays. Na dann. So. Oh. Wow. Wie schlecht warst du denn? Wow. Ah, shit. Okay, egal. Ach man. Jetzt muss ich das nochmal anhören. Okay, du kannst weiter. Ja. Los, unter die Pipeline. Ja. Nee. Ach, den Weg reibe, bevor du weitergehst. Ja. Na, sowas. Ja, den kennen wir doch. Ja. Mein Gott, mach aber schnell. Bla bla bla. Nein. Ja. Negativ. Meine. Jetzt, wo wir endlich wissen, wo dieser Bastard ist, behalten wir ihn auf der Distanz im Auge. Wir werden uns schon bald angemessen um ihn kümmern. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Okay, wir machen jetzt den Schnellspeicherpunkt. Ich war natürlich auch so dämlich und hab das nicht gecheckt. So, der kriegt eine Kugel in den Kopf. Und der kriegt eine Kugel in den Arsch. So. Das Arschloch ist jetzt noch größer. Okay, man fliegt irgendwie immer auf. Ich wollte gerade eine Granate werfen. Headshot! Oh Gott. Wir sind die Gegner. Hilfe, wo? Hilfe! Hallo! Ich sehe 1000 rote Pfeile, aber kein Gegner.
Oh, Alter, was war das denn? Boah. Oh, hallo? What is fucking wrong with you, Alter? Shit. Boah, na klar. Knall mir gleich deine ganzen 30 Patronen. Ey. Alter. Oh, die hauen ja sofort drauf. Soll ich denn das machen, ey? Verdammt, ohne dabei zu sterben.